Ahoi meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Rayman Origins. Schneeflug haben wir hinter uns. Das nächste Level ist Flickschusterei. Das heißt, es geht jetzt bald wieder ins nächste, in die nächste Welt. Das heißt, das hier ist wieder, hier steht's. Gut gemacht, du hast genug Elektrons gerettet, um den Pfad zu reparieren und endlich eine neue Welt zu entdecken. Okay. Die hätte ich übrigens gerade theoretisch auch noch alle mitnehmen müssen. Ich bitte diese Lungs auch noch bekommen. Dankeschön. ...187. Das muss auch in Gold möglich sein, Leute. Ehrlich. Das muss in Gold möglich sein. Ja, mach ich nochmal. Das ist so kurz. Diesmal krieg ich's sogar hin. Ah, drei fehlen mir, glaube ich. Zwei fehlen mir. Also ich brauche 200 für Gold, das weiß ich jetzt schon. Ah, gleich nochmal. Das krieg ich hin. Ich bitte euch. Okay, das war schon. Ja, diesmal habe ich's. Diesmal habe ich's. Hier allein schon die beiden. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. So, das müsste Gold sein. Wenn das jetzt nicht Gold ist, ne? Dann schreibe ich einen Brief an Ubisoft und sage, das Level ist unmöglich, weil da habe ich jetzt alles. Also hätte ich vielleicht noch 10 weitere Looms holen können oder so. Ja, ist Gold, wusste ich. Musste sein. Da wären vielleicht noch maximal 10 Looms drin gewesen. Maximal. Und es geht weiter. Wer den Aal hat, hat die Qual. Und es ist schon wieder so ein scheiß Fluglevel. Wirk. I don't like them. Ich mag es nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ah, habt ihr schon. Habt ihr schon verkackt. Oh.
Kann ich gar nicht, kann ich alle gar nicht einsammeln. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße, habe ich nicht bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Aber Safe State haben wir, glaube ich, jetzt. Was jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das ist auch ganz gefährlich hier. Ich habe kein Herz mehr. Aber ich hoffe, hier bekomme ich jetzt ein Safe. Safe State. Gibt es wieder einen Boss hier oder was? Das riecht nach Bosskampf. Ja. Aber der ist vergleichsweise simpel hier, der Boss. Habe ich jetzt ja schon fast erledigt. Oh, ich glaube, kriege ich sogar Gold hin hier. Oh mein Gott. Bin ich gut und ich habe am Ende sogar nicht mal alle Looms bekommen. Wenn es 350 Gold ist, habe ich Gold. Würde mich jetzt nicht wundern. Gold. Oh mein Gott. Da klopfe ich mir doch selber die Schulter. Sehr sweet. Wir hatten es, glaube ich, noch nicht in einem einzigen Level, dass ich ein Level 2 mal wirklich machen musste, weil ich irgendwelche Käfige übersehen habe. Das hatten wir noch nicht ein einziges Mal. Ja, sehr schön. Damit ist das Leckermauerland abgeschlossen. Und es geht weiter in die nächste Welt, und zwar Ozean der Opportunitäten. Und das habe ich ganz fürchterlich in Erinnerung. Der Name sagt mir irgendwas. Oh, brr, Hafen der Strafen. Oh nein, das sind so Schwimmlevel, ne? Ja, sieht man ja schon. Aber wirk.
Ja, dieses Spiel mag mich irgendwie nicht. Ist schon wieder abgestürzt. Gott sei Dank ganz am Anfang von dem Level. Das heißt, wir haben, ist für mich jetzt nicht besonders schlimm gewesen. Bei Hafen der Strafen. Das war doch das Level, ne? Ja. Hier sind wir stehen geblieben. Ist immer irgendwie so ein bisschen ärgerlich, wenn das Ganze abschmiert, aber naja, never mind. Nicht so schlimm. Ach so, hier, schau mal. Jetzt check ich's. So funktioniert's. Aha, und hier direkt Käfiglevel. Das war's. Okay, also funktioniert es nicht. Aber so. Immer nervig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch daran, wenn ich, dass ich irgendeine Tastenkombination drücke, weil Rayman ist hier nicht komplett abgestürzt, sondern nur irgendwie minimiert. Aber wenn ich es dann wieder öffne, dann ist alles ruiniert. Da funktioniert gar nichts mehr. Fraps ist abgebrochen. Da muss man sowieso immer tierisch aufpassen. Aber jetzt habe ich zwei Looms verpasst. Ich denke, damit kann man. Ach nee, ich will nicht Looms verpassen. Es geht mir richtig auf den Zeiger, sowas. Also, schau mal an. Ich hatte sogar hier wieder so einen Speicher. Also, geht doch. Wie tauche ich denn jetzt? Wie tauche ich? Können wir noch nicht. Oder was ist das für ein Shit? Keine Ahnung. Was soll das? Warum kann ich da nicht runter? Das understande ich nicht. Und welchen Weg nehme ich jetzt? Oh, das sowas hasse ich auch, ne? Ich weiß nicht, wie ich schwimmen soll. Runter. Schlagen zurück. Es steht hier nicht. Ich nehme einfach an, ich kann jetzt noch nicht schwimmen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Keine Ahnung. Aber dass Rayman nicht schwimmen kann. Das muss ich wohl nicht verstehen, oder? Komm. Hallo, wie fu- wie funktioniert dieses Schiff? Ich check gar nichts mehr, ey. Ich checke absolut nichts mehr. Keine Ahnung. Und jetzt? Also, mehr Fuck you, man. Dass ich da jetzt ausgerechnet das Ding verliere. Lass mich raus. Ich wette, jetzt lernen wir tauchen. Aber wette nicht, lerne jetzt tauchen. Oder auch nicht. Komm, kannst du mich gleich nochmal abknallen hier. Oh Mann, das ist ja... Scheiße. Da muss ich aber schnell sein. Okay. Da habe ich mit Sicherheit wieder was übersehen. Ich bin zu schnell für diese Dinger da. Okay. Da muss ich unten lang. Ach, fuck you, man. Oh my gosh. Oh hier. Auch da komme ich wieder nicht dran. Jetzt sag mir, dass ich jetzt schwimmen lerne. Tauchen, ja. Meine Güte, ey. Dass man das lernen muss, ist auch Schwachsinn, ey. Ja, meine Güte, jetzt kann ich tauchen. Ich dachte irgendwie, ich bin zu doof zum Tauchen.
Wisst ihr, was das Problem bei diesem Level ist? Man sieht die Looms nicht. Okay. Tja, schwimmen will gelernt sein. Scheiße, ey, ich krieg ja nix. Den Käfig höre ich bis hierhin. Hier. Was wollen die von mir? Ach so, auch die hat man wieder nicht gesehen. Raymond, meine Güte. Also Gold schaffe ich hier auf gar keinen Fall. Das ist ausgeschlossen. Also wenn ich hier noch Gold schaffe, ne, dann fresse ich einen Besen. Ich kann froh sein, wenn ich drei Käfige hinbekomme. Aber wie gesagt, das verstehe ich auch nicht, dass man am Anfang tauchen musste, um an alle Looms zu kommen, aber man gar nicht tauchen konnte. Ah, hier. Da ist noch eine Münze. Der verfolgt mich? Nee, der verfolgt mich nicht. Das mal irgendwie knapp. Egal. Ey, wir können immer noch Gold bekommen, ne? Es ist unfassbar. Aber ne, ganz knapp glaube ich nicht. Weil das Level wird jetzt zu Ende sein, dann fehlen uns 6. Wir schaffen es noch. Unfassbar. Hier gibt es noch genügend. Ich muss einen Besen fressen. Bitte habt Mitleid mit mir. Wie geht das denn, bitte? Also haben die es doch eingerichtet, dass man auch tatsächlich... Dass man auch tatsächlich Gold hinbekommen kann, wenn man nicht schwimmt. Wenn die Looms, die man die ganze Zeit unter Wasser sammeln konnte, wenn man die nicht einsammelt, kriegt man trotzdem Gold hin. Also ich glaube 350 ist ja auch wieder Goldmedaille. Ja, tatsächlich Gold, unfassbar. Ah, da hätte man locker dreimal Gold hinbekommen können. Aber ich glaube, wir haben alle goldene Münzen und das ist natürlich immer schon eine ganze Menge. Oh Gott, bin ich froh, dass ich das Level nicht nochmal machen muss. Halleluja. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Na gut, liebe Leute, dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Und beim nächsten Part machen wir dann weiter mit dem nächsten Level hier in Rayman Origins. Macht's gut, bis dahin. Ciao.